Ich bin heute in Brighton in England und zwar hier in diesem Zero-Restaurant, so heißt es. Das ist das erste Zero-Waste-Restaurant in ganz England. Das heißt, hier werden einfach keine Abfälle produziert. Cool, oder? Das Spezialrezept des Silos, eine große Vision, ein bisschen Idealismus und eine Portion Mut. Ein Restaurant ohne Abfall, kann das funktionieren? Mit dem richtigen Konzept, ja. Wir setzen darauf, vor allem kein Material zu verschwenden. Plastik benutzen wir nur, wenn es wiederverwertbar ist. Wir wollen kein Plastik wegwerfen. Unsere Lebensmittel kommen eigentlich alle ohne Verpackung. Oder zum Beispiel die Milch in wiederbefüllbaren Flaschen. Wir machen das nicht, um sagen zu können, schaut her, wie toll wir sind. Wir produzieren ohne Müll, sondern viel eher, schaut her, wir können das, ihr könnt es auch. Was jetzt hier ausschaut wie so ein großer Mülleimer hier hinter mir, ist eine super hochmoderne Kompostiermaschine, was eigentlich ganz geil ist. Also das heißt, am Anfang haben die hier tatsächlich alles, was von Essensresten etc. übrig geblieben ist, reingeschmissen und innerhalb von 24 Stunden wurde das alles kompostiert. Gerade wird ein neues System getestet. Die Essensabfälle werden von einem Unternehmen abgeholt, kompostiert und im Anschluss werden auf dem Kompost wieder neue Lebensmittel für das Silo angebaut. Ein Kreislaufsystem, das funktioniert und auch viele Menschen in den kleinen Laden lockt. Die meisten Restaurants produzieren einfach zu viel Müll, wovon der meiste direkt auf der Deponie endet und nicht recycelt wird. Auf diese Art und Weise ist es einfach ein nachhaltigeres Business. Ich habe früher auch in Restaurants gearbeitet. Man schneidet da zum Beispiel einfach nur die Spitze vom Spargel ab und wirft den Rest weg. Das ist doch Wahnsinn. Wir leben doch in einer Zeit, in der es möglich sein sollte, alles zu verwerten. Und Silo macht das. 8 bis 10 Euro kostet ein Gericht im Silo. Das Mehl für die Backwaren kommt aus der eigenen Mühle. Getrunken wird aus Einmachgläsern. Und auch wenn es auf den ersten Blick nicht auffällt, auch ein Teil der Einrichtung ist recycelt. So we got some plates here made out of plastic bags. They're made by a machine that are compressed down. It takes about 30 disposable shopping bags to make this one plate. Also das sind alles Plastiktüten. 30 Plastiktüten sind in einem so einem Teller. And the different colors come from different brands. So we got a blue coming from Tesco. Okay, and also das Blaue da drin ist die Tesco-Tüte. Tesco ist hier so ein Einkaufs. And the yellow bits from Morrison's. Geil, oder? Mega. And so on. Okay. So you just eat on these plates, right? So also ich zeig dir nochmal. We normally just use them to serve sandwiches, bread and snacks on. Ist das nicht cool? Plastiktüten als Teller. Bei den meisten Restaurants geht es doch darum, dass das Konzept ja nicht kopiert wird. Unser Ziel ist aber genau das. Wir würden uns freuen, wenn andere uns kopieren. Das wäre eine gute Sache, denn das würde bedeuten mehr Zero-Waste-Restaurants. Das Silo-Restaurant, ein gutes Beispiel dafür, unsere Zukunft nachhaltig zu gestalten.